Freunde, willkommen wieder zurück zu meinem Let's Play von Zelda Ocarina of Time 3D Master Quest und ich weiß echt nicht, warum ich hier bin, aber ich befinde mich aktuell im Bauch von Lord Yabu Yabu, dem Schutzheiligen der Zoras, einem Zwergwall, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, und genau hier soll sich irgendwo Prinzessin Ruto befinden. Ich habe ja beim Juliersee eine Flasche mit einem Brief gefunden, also eine Flaschenpost, das haben wir hier gleich. Eine Blubberblase, sie ist groß und schwebt umher, berühr sie lieber nicht. Ja, und was ich auch ziemlich interessant finde, in Master Quest gibt es sogar Kühe in Lord Yabu Yabu, die gab es in der normalen Version nicht. Und die fungieren hier sogar wirklich als versteckte Schalter, das ist ziemlich krank, aber auch irgendwie interessant. Und diese Viecher sind noch viel nerviger. Genau, Octoroks kennen wir ja eh schon. Brauche ich ja gar nicht sagen, dass die gefährlich sind. Die haben wir ja schon beim Zora Fluss gesehen. Gut, kann ich einfach wieder abballern. So, und tot. Moment mal, ich brauche einmal kurz eine Bombe. Ich muss mir das hier ein bisschen besser sortieren hier mit den Flaschen. Die gebe ich mir da ganz nach unten. So, ist glaube ich besser. So, erstmal hier den Felsen sprengen. Bams. So. Autsch. Mann. Ich kann zum Glück jederzeit auch wieder hier raus, aber das würde ja jetzt nichts bringen. So. Wenigstens habe ich im letzten Part ja einige Herzteile gefunden, sodass ich jetzt schon über 9 Herzen verfüge. Vor allem wie die Türen hier aussehen, das sind irgendwelche Herzklappen oder keine Ahnung, wie das überhaupt genau aussehen soll. Aber die sind trotzdem versperrt. Eine seltsame Magie versperrt den Zugang. Löse das Rätsel dieses Raums und erhältst Zutritt. Ja, ich werde jetzt hier erstmal auf den Schalter steigen, der auch ziemlich eklig aussieht und so pocht und einfach eklig. Oh! Ah! Gleich mal eine große Schatztruhe, das wird wohl die Karte sein. Vor allem eine Karte für einen Wal, das ist auch ziemlich krass. Ja, aktuell befinde ich mich ja in seinem Maul und jetzt sind hier, wie gesagt, diese beiden Kühe. Und die kann man eben mit der Feenschleuder abknallen. So. Oh, hier ist noch eine kleine Truhe erschienen. Wie ist die denn jetzt? Ach so, hier. Die Kunusse. Gut, die habe ich dabei schon voll mit 30 Stück und die andere Kuh fungiert als Türöffner. Alter, ernsthaft, wie das hier aussieht, das ist einfach nur megamäßig eklig. Vor allem, ihr müsst mal eins machen. Ihr müsst mal mit dem Schwert hier gegen die Wände schlagen. Moment mal, hier glaube ich. Geht das gar nicht mehr? Aber gegen die Türen. Ja? Voll eklig. Vor allem die Geräusche hier drinnen, das ist so widerlich. So. Ah. Hier muss ich jetzt echt aufpassen. Eine Zappelqualle, sie verteilt Stromschläge. Fass sie also besser nicht an. Ja, das sollte man so, wie es jetzt ist, niemals einfach blindlings mit dem Schwert attackieren, sondern vorher lieber mit einer Dekunus betäuben und dann angreifen. So. Okay. Okay, die Viecher hier, diese Wabbeldinger, verteilen ja auch Stromschläge und da komme ich jetzt eh nicht dran vorbei. So, Moment, hier ist ja noch eine. So, ich kann natürlich auch einen Deko-Stab verwenden. So, aber wie gesagt, wenn sie betäubt sind, dann verteilen sie keine Stromschläge. So, hier ist jetzt eine Plattform. Zack. Okay, hier ist noch eine kleine Truhe aufgetaucht. Egal, ich fahre jetzt mal nach unten. Aha, hier ist eine Wasserfontäne. Achso, das ist die Truhe, die vorhin aufgetaucht ist. Okay. Boah, ey. Ich brauche doch nicht so viele Deko-Nüsse. Ach, da unten ist ja noch eine Kuh. Schwupps. Ah, und hier ist noch eine große Truhe. Das ist dann bereits der Kompass. Weil ich muss noch aufpassen, hier schwimmt noch etwas rum. Da vorne nämlich. Das ist ein fieser Manta-Rochen, aber den kann ich jetzt so gar nicht wirklich erwischen. So, ich muss hier sowieso einmal hier so drunter durchtauchen.
bitte lass mich in Ruhe. Die können sogar aus dem Wasser rauskommen und mich dann angreifen. Wo ist denn das Vieh jetzt? Ach, da unten. So, zwei Treffer mit der Feenschleuder, wollte ich sagen. Dann ist das Vieh auch hin. Komm schon. Ja, so, down. So, hier ist noch ein Schalter. Für die Tür. Sehr gut. So, und jetzt hole ich mir noch gleich den Kompass. Bin gespannt, wie lange ich hier brauche, um alles zu bekommen. Der Kompass. So. Gucken wir mal kurz auf die Karte. Gut, Lord Yabba Yabba hat nur zwei Ebenen. Das Erdgeschoss, also EG und K1. Im K1 befinden sich noch 4 Truhen, im EG noch 3 und auch der Endboss. Gut. So, ich habe jetzt mal die Tür aufbekommen. Also das finde ich in Master Quest wirklich sehr verrückt, dass man Kühe als Schalter missbraucht. So, die Tür kann ich ja leider wegen dieser Wasserfontäne nicht öffnen. Das heißt, ich muss eh durch die andere durch. Also, Lord Yabba Yabba scheint ziemlich viel Appetit zu haben, wenn der sogar Kühe verschlingt. So. Ja, hier wabbeln hier wieder diese komischen Dinger um. Ich muss sowieso zu der Tür, glaube ich. Ja. Hier geht's weiter. Aus. Ist das etwa... Das ist sie! Hey du, wer bist du? Ich bin Ruto, Prinzessin der Zoras. Was, mein Papa hat dich geschickt, um mich zu retten? Ich würde niemals jemanden um so etwas bitten. Flaschenpost, ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Mein Papa hat Angst um mich? Ist mir total egal. Außerdem kann ich jetzt sowieso nicht heim und du, verschwinde, kapiert? Hey, Moment mal, wo bist du hin? Halt! Oh nein! Alter, ist die verrückt? Die ist wirklich verrückt. Gut, ich muss mir nur das Loch merken, wo sie runtergefallen ist. Autsch. Verdammt nochmal. So, ich brauche kurz Bomben. Einmal. Zweimal. Ich sag zweimal. Okay, hier war nur ein bisschen Gras dahinter. So. Das war jetzt ja, glaube ich, das Loch hier. Ja, da ist sie ja wieder. Du bist immer noch hier, du bist ja schlimmer als eine Klette. Mir geht es gut. Schon seit ich eine kleine Zauberprinzessin war, laufe ich hin und wieder den Lord Yabba Yabbas Bauch herum, aber Lord Yabba Yabba ist heute ziemlich seltsam. Hier sind auf einmal elektrisch geladene Quallen und seltsame Löcher. Obendrein habe ich meinen wertvollsten Stein, aber das geht dich gar nichts an. Egal. Du, verschwinde, kapiert? Nein, ich bin hier, um dich zu retten. Ich werde dich auch gefälligst mitnehmen, ob du willst oder nicht. Du machst dir echt solche Sorgen um mich? Dann wird dir eine besondere Ehre zuteil. Du darfst mich tragen. Und übrigens, ich bleibe bei dir, bis ich gefunden habe, wonach ich suche. Kein Witz, ich mein's ernst. Alter, will ich mich verarschen? Soll ich tragen? Ich habe meinetwegen. So. Gut, hier ist schon mal zu. Dann... Ja, hier ist noch so eine Blubberblase. Wie war denn das hier nochmal? Das ist hier wieder ein bisschen umständlich. Vor allem hier diese komischen Dinge, die sich hier so zusammenziehen und wieder ausziehen und elektrisch geladen sind, sind auch ziemlich gefährlich. Und achso, hier haben wir gleich mal wieder Kühe. So. Eine Truhe. Und hier ist noch eine. Noch eine Truhe. Gut. So, und zwei Schalter. Ein blauer und ein gelber. Drücke ich mal den gelben. Oh, Wasserfontäne. Okay. So, ja. Ich glaube, ich muss sowieso mal sie hier auf diesen Schalter absetzen, damit die Tür offen bleibt, weil... Es ist nämlich so, blaue Schalter bleiben in Ocarina of Time nur so lange gedrückt, wie irgendwas auf denen drauf ist. Sei es jetzt ich selber, was natürlich keinen Sinn geben würde, weil dann könnte ich mich nicht wegbewegen. Oder eben Prinzessin Ruto oder eine Kiste oder sonst irgendwas. Und schon wieder Deko-Nüsse, also hier kriegt man verdammt viele davon. So.
Also wenn da vorne jetzt auch nochmal welche drin sind, dann weiß ich auch nicht. Egal, ob sich macht man auf, ich habe so oder so immer genug dabei. Au! Krabbelminen? Interessant, ich krieg hier schon Krabbelminen. So, normalerweise müsste Navi sogar auf dieses Ding reagieren. Genau. Vorsicht, Link, dieses rotig-schleimige Ding ist voller elektrischer Energie. Ja, sollte ich wirklich nicht berühren. Ja, hier kann ich wieder hochklettern, aber eigentlich muss ich hier durch die Tür. Das Blöde ist nur, ich kann Ruto jetzt gar nicht mitnehmen. Ich muss sie hier schon mal zurücklassen und später wiederholen. Weil ja sonst die Tür nicht offen bleibt. Ja, leider. So, jetzt geht's mal hier weiter. Was zum... Ein Dino? Wie heißen die nochmal? Ah ja, ein Exafuls, genau. Was machen die denn hier? Alter. Und tot. Ja, also, wie gesagt, im Master Quest tauchen auch Gegner an Orten und in Dungeons auf, die es so im normalen Spiel nie gegeben hat. Oh Gott, dieses Geräusch gefällt mir gar nicht. Die Truhe hier aber schon. Mit noch mehr Dekonüssen. Und ich höre eine goldene Skulptur und ich sehe... Ich sehe Mantelrüben. Ein Elektromantel zerstören, bevor er dich erreicht. So, wie gesagt, zwei Treffer mit der Feenschleuder und die sind down und so... Ach du meine Fresse. Dieses Ekelvieh hier ist echt widerlich. Der Raubschleime frisst Rüstungen und Schilde. Zerstöre ihn schnell, damit du deine Sachen wiederbekommst. Ja, der kann sogar meinen Hylia-Schild fressen. Ich verstehe nur nicht, warum ich den nicht betäuben kann. Bei dem Qualen sogar... Nein! Haust du ab. Dann eben so. Und tut. Alter. Richtig übel. So. Ist das jetzt auch eine große? Wow. 60 Rubine. Das nenne ich mal nice. So, ich höre wie gesagt eine goldene Skulltula. Wo ist denn die? Ach, ich glaube die ist irgendwo da oben. So. Erstmal schalten. Steckt mal kurz das Wasser an, dann kann ich nämlich hier hochkraxeln. Das ist tatsächlich eine große Schatztruhe, das heißt, ich bekomme schon wieder den dungeon-spezifischen Gegenstand. Der Boomerang. Platzieren auf 1XY oder 2. Verwende 1XY oder 2, um Gegner zu treffen, die weiter entfernt sind. Endlich der Boomerang. Distanzwaffe, die zu dir zurückkommt, nachdem du sie geworfen hast. Mit ihr kannst du weit entfernte Items heranholen. Unter anderem auch endlich Skulptura-Symbole. Oh, endlich habe ich eine Möglichkeit, mir Skulptura-Symbole zu holen, die weiter weg sind. So. Hier muss es, wie gesagt, irgendwo eine goldene Skulptur sein, die da oben sitzt und vor sich hinkrabbelt. Oder ist die... Achso, ich glaube eher, die ist unter dem Block drunter, oder? Kann das sein? Obwohl, es klingt eigentlich gar nicht danach. Ich glaube, unter dem Block ist irgendwas ganz anderes. Oder vielleicht sogar noch eine zweite. Auf jeden Fall muss ich jetzt mal hier drüben weiter. So, ich werf noch kurz mal einen Blick nach oben. Doch nicht. Das klingt aber echt voll, als würde hier oben an diesen komischen Dingern da, was auch immer das sein soll, eine Skulptur rumhängen, aber dann ist die wirklich unter dem Block drunter und die kann ich leider noch nicht bekommen. Pech gehabt. So, kommt jetzt noch so eine Echse? Na, zum Glück nicht. So. Jetzt bin ich wieder hier, wo ich vorhin losgegangen bin, aber jetzt ist wenigstens auch die Wassersäule weg. Oh, Moment, ich höre den Manta rufen. Hey, warum kann ich dich nicht abballern? Nein, 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 bist du verrückt, Link! Raus aus dem Wasser! Wow! Hey, da muss ich schon aufpassen, Link. Oh,
So. Wie gesagt, der Boomerang ist einfach nur awesome. Der ist zwar in Ocarina of Time leider nicht so cool wie in Wind Waker oder Twilight Princess. Also ich kann nicht so wie in den anderen beiden Teilen mit dem Boomerang mehrere Ziele nacheinander anvisieren und ihn dann werfen, sondern hier geht wirklich nur ein Ziel zur selben Zeit. So. Aber wenigstens kann ich mit dem Boomerang auch die Zappelquallen erledigen. Wo sind die eigentlich? Ah, hier. Doch. Zack und tot. Und diese Wabbeldinger kann ich kurz betäuben, dass ich über die drüber klettern kann. Aber, ah, hier ist die andere Qualle. So, verpiss dich! So. Ja, die bleiben übrigens nur eine ganz kurze Zeit betäubt. Das heißt, es muss jetzt hier relativ schnell gehen. Ja. So. Wunderbar. So. Das heißt, ach so, ja. Ich bin voll durch die Wand durchgeworfen. Ich bilde mir ein, dass hier doch auch irgendwo ein Schalter sein muss. Alter, wie das hier oben aussieht, ich könnte fast kotzen. Aber ich muss den Entwicklern wirklich eines lassen. Also die haben sich damals sowas Tolles überlegt, einen Dungeon in einem lebendigen Wesen. Ach so, hier. Hier ist was. Genau dafür habe ich vorhin die Krabbelminen bekommen. Jetzt habe ich 20 Krabbelminen übrigens schon. Dann werde ich die gleich mal da hochjagen. Ah, da ist eine Kuh. Ja, die Kuh macht ab und zu. Ja. Ems. So. Und, kabum. So, jetzt ist hier der Weg frei. Das heißt, die Krabbelminen kriegt man eben nicht so zum Spaß. So, das Ding will ich auch nicht aufhalten. So, ich muss nämlich erstmal hier hinten weitermachen. So. Und für mich sieht es hier drin immer so aus, als wäre man jetzt in Yabu Yabus Herz. Wir sind in seinem Herz drin, also es wundert mich, dass hier kein Blut fließt, aber ich finde, das sieht deswegen aus wie sein Herz, weil sich das hier mehrere Kammern teilen, weil das hier so komische Strömungen sind, so Blutströmungen, finde ich. Das heißt, das Rote könnte zum Beispiel eben das sauerstoffreiche Blut sein, das Blaue das sauerstoffarme Blut. Zumindest ich habe mir das immer so zusammengeräumt, dass das hier drinnen jetzt sein Herz sein müsste. Oh mein Gott, hier ist noch so eine scheiß Echse. Wie sind die hierher gekommen? Die hauen wenigstens nicht ab, so wie in Dodongos Höhle. So, und... Hallo? Alter, machst du Felsen kaputt. Dankeschön, aber hier ist leider blauer Schalter, kann ich nichts drücken. Bleibt mir nichts gedrückt. Ich weiß gar nicht, muss ich da oder dort lang? Ich gehe mal hier lang. So, nee, hier ist wieder ein Spinnennetz, aber hier ist eine Tür offen. Na, dann nehme ich doch mal die. Ich meine, wenn man das überhaupt als Tür bezeichnen kann. Ich nenne das jetzt einfach mal eine Herzklappe. Schwupps. Oh Gott, was ist denn jetzt noch? Alter, wie das hier so vor sich hin wabbelt. Das ist einfach nur... einfach nur eklig. Nein, was zum? Ich dachte, ich hätte hier die Schleuder ausgerüstet, nicht Dummi. So, erstmal eins. Zwei. Was bekomme ich? Ich bekomme einen Magiekrug. Und irgendwie... Ah! Nein! Nein! Nein, 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 nein! Shit! Ich wurde verschluckt. Oje, du hast dein Schild verloren. Verdammt seid ihr. So, aber mit dem... Ah, mit dem Boomerang kann ich dir wenigstens betäuben. Raubschleim. Alter, ich brauche unbedingt mein Schild wieder, bevor der verdaut ist. So, am besten genau, wenn die sich hier so nach vorne beugen. Alter, jetzt verschluckt er mich nochmal. Also nochmal kann er nichts von mir haben. Der andere war sowieso nicht der mit dem Schild. So.
So. Ja, sieht schon sehr seltsam aus. Link ohne Hühnerschild. Aber ich hab's geschafft. Und hier ist nochmal eine Schatztruhe. So. Wo ist denn jetzt mein... Ah, hier. Seht mal, hier liegt der Ruhm. Her damit. Gott sei Dank, Hühnerschild ist wieder da. Auch wenn, Link ohne Hühnerschild auch ziemlich cool aussieht. Aber er ist trotzdem sehr wichtig. So. Genau, das ist halt das Fiese an diesen ekligen Raubschleimen, dass die mir einen Schild mampfen können. Der Dekostab. Ach so, ja, den bekomme ich ja jetzt auch nicht so zum Spaß. Weil die Tür ist nicht nur wieder aufgegangen, hier brennt jetzt auch die Fackel. Und deswegen kann ich jetzt ja, ihr könnt es euch ja denken, das Spinnennetz da draußen verbrennen. So, das muss jetzt nur schnell genug gehen, bevor das Feuer wieder aus ist. So, und burn. Genau. So, und jetzt geht's hier lang. Okay, dieses Ding ist mordsgefährlich und auch ziemlich eklig. Ein Parasitententakel. Die dünne Stelle ist der schwache Punkt. Du benötigst ein bestimmtes Item, um ihn zu besiegen. Ja, den Boomerang. Die sehen sogar hier noch ein bisschen ekliger aus als in der N64-Version mit diesen Stacheln. Ist ja eigentlich kein Wunder, warum es Lord Yabu Yabu so mies geht. Wenn ich sowas in mir hätte, dann würde ich auch ziemliche Probleme haben. So, genau. Diese Dinger muss man, glaube ich, dreimal mit dem Boomerang treffen. Und wenn er sich einmal zurückzieht, muss man ihn halt ein bisschen hervorlocken und wieder werfen. Ja. Ziemlich gefinkelt, so. Genau, und nochmal. Okay, oder sogar viermal. Viermal treffen und... Yeah, Alter, da fällt voll das Fleisch runter und ja. Hier gibt's übrigens mehrere von denen. Und die muss ich jetzt alle mit dem Boomerang vernichten. Das war wie gesagt Nummer 1. Und übrigens jedes Mal, wenn ich so einen Tentakel vernichte, dann verschwindet irgendwo in Lord Yabu Yabu eines dieser schleimigen Elektrodinger, so die sich da immer so zusammenziehen und ausdehnen. Was wir schon einmal gesehen haben. So. Wenn nicht sogar hier drüben bisher immer eins gewesen ist. So, ich gehe mal hier lang. Genau, hier ist der nächste. Ein grüner Tentakel. So, dann komm mal her. Und Schuss. So, wir hören auch immer ein Geräusch, dass was passiert ist. Also eigentlich sind diese Tentakel immer in der Farbe wie diese schleimigen Dinger. Aber jetzt gehe ich noch hier rein. Ich glaube, hier müsste sogar schon der dritte sein, oder? Doch nicht? Nee, hier sind nur ein paar Blasen und, nein, ich meinte jetzt eigentlich dieses Vieh. Ein Zangengreiferer trifft sein verletzliches Schwanzende. Ah, Zangengeiferer sogar. Ich dachte, die heißen Zangengreifer, aber Zangengeiferer heißen die. So kann man aber ganz leicht mit dem Boomerang vernichten. Funktioniert aber auch nicht. So, jetzt. Und tot. So, Moment mal, hier muss doch noch irgendwo was sein. Bombies. Ah, hinter dem Felsen ist eine normale Skulptur. Okay. So. Zufälligerweise vielleicht eine goldene Skulptur könnte sein. Was macht der Schalter? Ah, eine Wassersäule. Aha, tatsächlich. Goldene Skulptur. So, ja. Jetzt brauche ich natürlich meinen... Hallo? Meinen Boomerang, um mir das Symbol zu schnappen. Ich weiß gar nicht, kriege ich das von hier um? Navi, kannst du das nicht bitte anvisieren? Es geht nicht. Okay, dann muss ich das leider mit dieser Wasserfontäne nochmal machen. Wie gesagt, jetzt kann ich endlich sämtliche Skulptursymbole einsammeln, auch wenn sie weiter weg sind. So. Ja. Ah, erwischt. Geht doch. So. Bleibt jetzt eigentlich nur noch mehr die goldene Mitte. Und genau deswegen sind hier auch zwei kleine Holzkisten.
na klar, jetzt ist der... nein, ich sag's nicht, jetzt ist die blöde Echse wieder da. Ich sag ausnahmsweise keine schmutzigen Hörer. So. So, schwupps. Tür offen. Kiste fallen lassen. Und hier drin ist der letzte Tentakel. Müsste eigentlich der letzte sein. Zumindest im Original waren es auch immer drei davon. Na los, komm raus. Wie kann man nur so hässlich sein? So, das wär's gewesen. Und jetzt kann ich endlich wieder zu Prinzessin Ruto zurück. Ich glaube, jetzt ist der Typ wieder da, oder? Ja. Alter, kannst du mich nicht mal verpissen? So, ganz schnell umgebracht. Kommt davon. So, ja. Genau, erstmal muss ich Prinzessin Ruth jetzt wieder zu mir holen. Die wird natürlich nicht sehr begeistert sein, dass ich sie jetzt einfach voll fies zurückgelassen habe. Wobei, muss ich nicht eigentlich woanders hin? Nee, Moment mal, ich fahre jetzt nochmal genau dahin, wo sie runtergefallen ist, also hier. So, nee, hier ist immer noch die Tür. Das ist ja vor allem die falsche Tür. Vor allem rein theoretisch müsste ich da lang oder dort lang? Nee, Moment mal, ich glaube, ich muss dort sogar lang. Vorhin bin ich ja hier lang gegangen, die Tür offen war. Hallo. Wie unaufmerksam von dir, warum lässt du mich sitzen? Wenn du ein Mann sein willst, dann verhalte dich auch so. Falls du es nicht bemerkt hast, ich bin ein kleiner Junge, der noch nicht mal die Pubertät erreicht hat. Also, ein Mann zu sein, ist ja ganz schön, aber dazu braucht man auch ordentlich Eier in der Hose. Egal, ich geh jetzt mal hier lang. Oh oh. Was ist denn jetzt schon wieder? Oh! Aha. Oh oh, ich höre Manta rochen. Ich sehe Manta rochen. Ich töte Manta rochen! Los, komm raus! Trau dich! So, ich höre auch irgendwie Fledermäuse, aber ich sehe gar keine. Ja. Aha, okay. So, wie komme ich eigentlich bitte hier hoch? Gar nicht. Was soll das denn bitte? Wie komme ich da rüber? Ich kann ja hier nicht an der Wand rumklettern. Sag mal, kann es sein, dass die Fledermäuse unsichtbar sind? Ja, tatsächlich. Sind unsichtbar. Unsichtbare Fledermäuse. Ich probiere jetzt zum allerersten Mal für euch Dins Feuerentferner aus, um das Spinnennetz da drüben zu verbrennen. Vor allem sieht das hier richtig geil aus. So, ich hoffe, das reicht über bis da drüben hin. Dins Feuer Inferno! Okay, ne, geht sich gar nicht mal aus. Die Skulptur sitzt, glaube ich, nämlich hinter dem Netz oder auf dem Netz? Ne, oben drauf. Okay, vielleicht geht sich das dann doch aus. Ja, oder auch nicht. Aber man muss doch irgendwie jetzt an das Symbol rankommen können. Es geht sich ums Verrecken nicht aus, ich verstehe das jetzt gerade nicht. Da bin ich jetzt echt überfragt, wie ich an das Symbol rankommen soll. Der Bumerang, der fliegt doch gar nicht so weit. Ja, seht ihr, es geht sich irgendwie nicht aus. Oder ich werfe den einfach falsch. Naja, es geht sich um ein paar Zentimeter nicht aus. Ja, seht ihr? Der kommt kurz davor wieder zurück, bevor er das Symbol erreicht. Also ich verstehe das jetzt gerade nicht.
Ich muss da mal ganz kurz was nachprüfen. Was ich ehrlich gesagt nicht verstehe. Aha. Ah ja, okay. Na gut. Da brauche ich einen anderen Gegenstand, um da überhaupt drüber zu kommen, scheinbar. Oder, ja. Diese eine Fledermaus, die hier noch drin ist, egal, es ist jetzt zu zeitraubend. Gut, wisst ihr was? Ich werde einfach hier jetzt Schluss machen, ja. Ich bin jetzt hier eh ein bisschen sicher vor den ganzen Gegnern. Und im nächsten Part hoffe ich dann doch, Lord Yabu Yabu komplett durchquert zu haben, doch mit Prinzessin Ruto hier wieder rauszukommen. Es geht ja vor allem auch darum, was Prinzessin Ruto hier eigentlich sucht. Bis wir das nicht gefunden haben, kann ich hier sowieso nicht weg. Das heißt, eigentlich muss ich wirklich durch die Tür da oben. Ja, das muss irgendwie möglich sein, ne? Aber da werde ich mir noch was einfallen lassen. Wie gesagt, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zusehen. Macht's gut, tschüss!